Okay, Leute. Also Charleston haben wir schon mal durchquert, ohne Schaden zu nehmen. Die große Frage ist, in welchem Schiff fange ich an? Vielleicht gucken wir nochmal kurz die optionalen Sachen an. Also ich darf nicht entdeckt werden. Also muss unentdeckt bleiben. Und ich muss einen Grenadier per Luftattentat eliminieren. Auf welchem Schiff das ist, ist egal. Ich muss es nur schaffen. Unser Vorteil ist natürlich jetzt, wir haben jetzt die... Upsi. Ich muss ein bisschen tauchen. Wir haben jetzt die maximale Ausrüstung, die man haben kann. Also ist das eigentlich dadurch natürlich sehr, sehr viel einfacher. Weil wir ja auch Giftpfeil und sonstige Späße mit dem Inventar jetzt haben. Okay, das funktioniert nicht mit dem... Ist das ein Tau? Oder ist das noch mehr als ein Tau? Wenn ja, weiß ich nicht genau, wie man es nennen soll. Das Seil, das dicke. Okay, Freunde. Also im Endeffekt, wir müssen einen Grenadier erledigen und müssen unentdeckt bleiben dabei. Die Frage ist, ob es nicht sinnig wäre, wenn ich einfach dabei hingehe. Ja, genau. Hingehe und einfach alle auf dem Schiff erledige. Oder auf den Schiffen vielmehr. Damit da keine neugierigen Augen mehr sind. Und den kriege ich, glaube ich, kostengünstig weg. Wenn der andere... Ich probiere es mal. Ja. Okay. Ja, die beiden, die bereiten mir ein wenig Kopfzerbrechen, muss ich gestehen. Weil ich kann, solange die beiden da stehen, weil die gucken irgendwie gefühlt überall hin, kann ich den hier links oben nicht erledigen. Ich mache mal gerade den Spielsound ein bisschen leiser, weil ich habe das Gefühl, dass ihr durch die Kanonen mich nicht mehr so wirklich hören könnt. Ich könnte natürlich ein Doppelattentat auf die probieren, weil da hinten die schon alle äußerst beschäftigt zu sein. Das werde ich jetzt auch tun. Ja, okay, haben wir gut gehabt. Lauf, lauf! Okay. Ich raff das nicht, dass es teilweise nicht mit dem Doppelattentat klappt, ne? Genauso wie die Attentat aus dem Lauf, dass es manchmal einfach nicht funktioniert. Das ist so... Ui. Dämlich. Okay. Sind das jetzt alle beisammen? Ja. Ich meine, theoretisch, wenn ich jetzt eine... Wie heißt sie? Ne. Ich komme nicht auf das Wort. Rauchbombe, genau. Ich wollte den Bomben sagen. Eine Rauchbombe werfe. Dann sehen die mich hier auch nicht. Dann kann ich hier ganz normal gemütlich killen. Kommt direkt rum. Okay, das hat funktioniert jetzt. Also normalerweise, die dürfen mich jetzt alle nicht sehen. Also könnte man... Also können wir beim ersten Schiff jetzt sagen, das war doch gar nicht so schwer. Okay. Gut, das ist schon mal 50-50. Das Problem ist natürlich, wenn wir den Checkpoint laden... Gehe ich sehr stark davon aus, dass das Schiff noch oder wieder steht. Oder wieder intakt ist. Also beziehungsweise Schwarzpulver nicht zerstört ist. Weil das Schiff steht ja noch. Also nur Schwarzpulver ist jetzt futsch. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier gesehen werden, müssen wir die ganze Kacke von vorne starten. Okay. Da ist ein Grenadier. Okay, ich weiß nicht, ob das der einzige ist, wenn es... Sonst hätte ich den jetzt direkt runterziehen können. Oh, der steht da sehr gefährlich, der Typ. Zwei Grenadier... Ein Grenadier, das ist der einzige. Okay. Gut, weil die Kanone ist abgefeuert worden, hätte ich ein mittelschweres Problem gehabt. Also der Connor.
Und da die da hinten so bescheuert stehen, muss ich von hier hinten irgendwie versuchen, die ganze Geschichte irgendwie zu meistern. Vielleicht habe ich von hinten guten oder besseren Überblick. Wer ist denn hier? Das ist ein normaler. Gut, der normale, den... kann ich glaube... Ui, hihi. Connor macht keinen Scheiß. Alter! Also, dass es bei Black Flag tausendmal besser ist mit der Steuerung. Also nicht tausendmal, aber schon so doppelt so gut. das muss ich jetzt, glaube ich, nicht separat erwähnen. Da passiert so ein Mist eigentlich nicht. Okay, so, machen wir uns ein Bild von der ganzen Geschichte. Also, da ist der Grenadier, den wir natürlich per Luftattentat killen müssen. Das würde ich vorzugsweise als allerletztes erledigen. Da hinten die drei, die sind nicht relevant. Ich denke nicht, dass die mich sehen werden. Der hier patrouilliert... den würde ich dann gleich deckt einmal hier... Ah, nee, das runter... Ich weiß, ob das mit runterziehen funktioniert, wegen dem Typ da hinten. Aber ich müsste einmal das Schiff umkreisen, von der anderen Seite versuchen, den runterzuziehen. Und hier patrouilliert auch noch einer. Boah, das mit Luftattentat, das ist so unnötig, ne? Ich gucke nochmal drüben, ob der mich wirklich sehen wird. Aber, ja, der guckt genau dahin. Ihr seht es ja auf der Karte links unten. Der guckt genau dahin, der Typ links. Der guckt genau hier hin. Die Frage ist aber trotzdem... Er wird sehen, dass der Typ runtergezogen wird, ja. Aber sieht er auch mich? Das ist jetzt die entscheidende... Oder wie sagt der... Wie hat der Klaus Kinski so schön gesagt? Die Stichfrage. Aber mir ist das... Leute, mir ist das so heiß. Ich kletter einmal ums Schiff rum jetzt. Dauert jetzt natürlich ein Momentchen, aber das ist mir jetzt gerade völlig egal. Weil ich will das erste Schiff nochmal. Das erste Schiff war kein Problem, wir haben es gesehen. Das war echt easy. Und hier oben der Typ. Der ist eigentlich auch kein Problem. Ich wüsste gerne, was passieren würde, wenn ich vor den Kanonen hängen würde und die würden abgefeuert werden. Ob das Spiel da registriert, okay, Connor ist nicht mehr unter den Lebenden. Gut, dass der mich nicht sieht, ist ziemlich, okay, der läuft da nicht hin, das ist scheiße. Gut, jetzt hat der Connor auf jeden Fall keinen Trommelfell mehr. Oh, das ist nicht schlimm. Der geht nicht bis zur Kante. Der geht nicht bis zur Kante. Das ist richtig unglücklich für uns. Das ist aber die einzige Möglichkeit, den wirklich... Ja, runterziehen ist die einzige Möglichkeit gegen den, denke ich. Oder der Typ, der mir Sorgen bereitet, also der quasi am Bug steht, vorne, Vorderteil des Schiffes, ist ja Bug, ne? Der in die Richtung guckt, wo ich den einen Typ runterziehen möchte, wenn ich den kille. Aber da bin ich halt kurz an Bord und es kann natürlich passieren, dass die mich in der Zeit sehen. Gut, die beiden gucken halt überhaupt nicht hin. Boah, Leute, nee, da... Nee, nee, nee. Da hab ich Schiss. Nein! Runter! Boah. So. Wo ist der Grenadier? Der ist da. Ich warte jetzt nochmal eine Runde.
Wenn er mich sieht, habe ich halt einfach Pech gehabt und muss halt einfach neu machen. Aber eigentlich dürfte er mich gar nicht... Also von der Logik des Spiels her dürfte er mich dann nicht sehen. Er dürfte nur sehen, dass der Typ runtergezogen wird und sieht dann, oh, da ist irgendwas passiert. Oder er sieht gar nichts. Oder er geht ganz kurz hin und geht wieder weg. Okay. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Typ... Dass der Typ weiter nie hinguckt. Das würde bedeuten, das Luftattentat würde er definitiv sehen, egal wie. Das heißt, ich muss den definitiv ausschalten, bevor ich mich um den Grenadier kümmere. So. Jetzt muss erstmal er hier dran glauben. Er wird mich potenziell auch sehen. Jetzt wüsste, wo der Grenadier gerade ist. Ich muss den... Ach, da ist der Grenadier. Ja. Scheiße. Jetzt springt der ganz runter, der ab. Boah, ich glaube, das soll alles nicht. Aber ich weiß, wie ich es mache. Ich mach's mal mit den Kisten. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich mach's mit den Kisten, genau. Ne, ich habe echt das Gefühl... Dass wir das auf Anhieb schaffen könnten jetzt. Das ist so ein bisschen, ich bin jetzt ein bisschen angespannt, muss ich gestehen. So, wo ist der Grenadier? Der guckt sich da draußen das alles ein bisschen an. Das kann er ja machen. Ich hätte jetzt gern, dass er jetzt mit dem anderen zusammen nach rechts läuft. Das wäre total schön. Ja... Jetzt müssen wir Glück haben, dass das hinhaut, was ich mir vorstelle. Wenn nicht, bin ich traurig. Auf der anderen Seite wird es nicht funktionieren mit dem Attentat, weil ja die scheiß Fässer stehen. Ich denke nicht, dass das hinhaut. Okay. Okay, so, jetzt muss ich da hinten den Typ erledigen. Gibt es da Möglichkeiten? Ich werde aber Möglichkeit A wählen. Also Möglichkeit B wäre auf jeden Fall nochmal ein Schiff runterklettern und dann nach links rüberhangeln und den dann von oben erledigen. Wobei ich das Schiss habe, dass die beiden, die oben stehen, das irgendwie hören und mich dann sehen. Deswegen kletter ich jetzt hier irgendwie hoch. Ich weiß noch nicht, wo genau ich hochkletter. Ich denke mal hier außen am besten. Da ist nochmal ein bisschen weniger Sichtfläche, die ich biete. So, ich warte mal, bis er rumgelaufen ist. Ich lasse mir jetzt Zeit, weil ich will das schaffen. Wenn ich wüsste, dass das Spiel mich nicht im Stich lässt, würde ich sogar... Ich kann hier nicht hoch. Doch, kann ich. Aber er war sehr widerspenstig, der Connor. Er wollte erst gar nicht. Ich werde jetzt probieren, von hier oben... Das ist so weit weg. Ja, also wenn ich von hier das Attentat begehe, wird der Typ mich sehen. Das kann ich vergessen. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich könnte jetzt hier einfach mal rüberlaufen. Hier auf das. Auf die Mitte. Ich bin noch zu hoch fürs. Es würde gehen. Boah, ich weiß, ob der mich sieht. Ich weiß es nicht, Leute. Auf jeden Fall zerstört das gerade meine Pläne, dass ich da nicht drüber laufen kann. Und sonst hätte ich mich in die Mitte gestellt, hätte von da oben Giftfall auf den geworfen. Und dann wäre hier nämlich Schluss mit Genuss, aber. Denn? Da. Ich probiere einfach, wenn er hier außen steht, probiere ich das Attentat. Wir hoffen, dass der andere mich nicht sieht. Es ist so zum Kotzen, ohne Scheiß, ey. Okay, nochmal neu. So, ich probiere es jetzt beim zweiten Schiff. Also, mein zweites Schiff zu beginnen. Und fange jetzt hier hinten direkt an.
Okay, hier kann ich auch ein Attentat begehen. So, nächster Versuch. Ich beginne jetzt beim hinteren Schiff, also beim zweiten Schiff. Weil ich kann nämlich von hier aus auch ein Attentat verüben. Hätte ich nicht gedacht, dass es geht, aber es geht. So, jetzt muss ich aber nur schnell runter, weil die haben mich vorhin gesehen. Was ich persönlich ziemlich fragwürdig finde, aber okay, gut. Ist halt so. So, wenn du jetzt direkt zu mir kommen würdest, das wäre total nett. Wahrscheinlich ist genau der Typ jetzt einfach verpackt. Er bleibt einfach so stehen. Gut, wenn er einfach so stehen bleibt, ist das blöd. Dann muss ich erst mit den anderen erledigen. Nicht mehr verpackt. Das heißt, ich gehe nochmal rüber. Außer dass das Symbol jetzt ganz über dem bleibt, aber okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, das war der unnötigste Sprung aller Zeiten. Weil ich einfach nicht wollte, dass er diesen Sprung. War es jetzt hier auf der anderen Seite? Ich sehe es gerade. Jetzt mal hier. Der Grenadier läuft da lang, aber der andere nicht. Der andere steht nämlich genau da, wo ich ihn haben will. Warum macht er das nicht? Oder war das doch links? Ne, das war hier. Der müsste sich jetzt genau da hinstellen. Wieso macht der Connor das? Ja, okay, also wenn der... Boah, Mann, ich hasse sowas echt. Vielleicht muss ich mit beiden Händen oben hängen. Probieren wir es nochmal, vielleicht liegt es daran. Ist auch ein bisschen dumm, aber okay, dann ja, muss man halt so hinnehmen. Ja. Die sehen, die kriegen doch alles mit, das ist so schlimm. Problem ist ja, ich würde die beiden ja auch gern töten. Dass die Kacke ist, dann klappt zu 80% das Doppelattentat nicht. Ja, dementsprechend kriegt der andere das halt mit. Und dann ist wieder die Kacke vorbei. Ich weiß nicht, ob vorhin mich der Linke gesehen hat oder die beiden Rechten. Aber ich glaube, die beiden Rechten habe ich sogar gesehen. Na gut, habe ich jetzt kurz geschlafen. Also beziehungsweise habe den falschen Moment abgepasst. So dämlich jetzt eigentlich. Der hätte mich definitiv sehen müssen. Ja, okay, Leute. Dann würde ich jetzt tatsächlich nochmal versuchen, das Attentat zu verüben auf den. Und wenn ich wieder gesehen werde, liegt das halt wirklich an den anderen beiden. Was ich persönlich sehr fragwürdig finde, weil die gucken einfach ganz klein in eine andere Richtung. Und mich hören können die eigentlich auch nicht durch die Kanonen. Also das ist eigentlich Bullshit.
Wenn es aber so sein sollte, dann weiß ich, liegt an denen. Das heißt, ich muss die beiden auch töten. Werde ich jetzt in sehr baldiger Bälde, oder wie man dazu sagt, als aufspringen. Boah. Ja, das guckt ja die ganze Zeit ein. Es ist so nervig. Es ist so nervig. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt rechts rumhangel, um da irgendwo hochzuklettern, wird er sich umdrehen weggehen. Ich weiß es. Vor allem, versetzt euch mal in die Lage von dem. Ihr steht auf diesem Schiff als Wachposten und ihr seht etwas. So. Würdet ihr euch jetzt eine halbe Stunde wie er da hinstellen, einfach da hingucken, oder würdet ihr wirklich mal ein bisschen nach vorne laufen und irgendwie am Schiff runtergucken oder so? Kein Mensch würde jetzt einfach da stehen bleiben. Ich bin gerade voll, also ja, sehr wild am Gestikulieren. Kein Mensch würde einfach da stehen bleiben und sich das einfach so angucken. Jeder würde doch jetzt irgendwie versuchen, das genauer zu untersuchen. Es ist einfach nur dumm, echt. Meine Fresse. Ich hab Schiss, dass mich die Kanone... So. Ich wusste es. Ja, das kann doch nicht sein, Leute. Ganz, ist mal ernsthaft. Jetzt bleibt der da stehen. Ey. Boah, dieses Spiel, das ist so bescheuert manchmal, ne? Es ist so bescheuert. Warum Luftattentat? Warum? Wofür? Aber wisst ihr, was ich jetzt mache, Leute? Ich habe nämlich die Schnauze voll. Dann ist er weitergelaufen. Ah, schade, dass er weitergelaufen ist. Ja, das, weil das Spiel hat das erkannt, was ich vorhab. Wenn er jetzt so stehen geblieben wäre, mit Richtung, also Blickrichtung Bug, hätte ich nämlich hier hochklettern können und von hier das Luftattentat verüben können. Aber, ja. Da das Spiel es aber erkannt hat, was ich vorhab, und es natürlich mir nicht einfach machen will, hat er sich einfach schnell umgedreht und ja. Als ob jetzt, Mann. Ey, Leute. Bleibt doch genau jetzt da stehen. Genau da. Der läuft noch 2 Meter weiter nach links. Nein, er bleibt genau da stehen, dass ich hier ja nicht hochklettern kann. Das, Leute, nennt sich geskripteter Scheißdreck. Ich verliere einfach langsam die Geduld, Leute, ganz ehrlich. Ja, ja, genau, klar. Meine Fresse, ey. Ich kletter da nicht hoch. Ich weiß genau, der dreht sich um. Der dreht sich um und sieht mich sofort. Als ob der jetzt hier nicht drauf klettern könnte. Ist. Als ob der jetzt hier. Ich meine, der kann doch hier rum. Boah, Leute. Und das kommt halt dazu. Ich behaupte, diese optionale Kacke, ja, habe ich wieder gesehen, ist ohnehin schon schwierig. Als ob der mich jetzt sehen würde! Ist eh schon schwierig. Da kommt noch so eine Scheiße von dem Spiel dazu. So dumm durchdachte Sachen oder so geskriptete Kacke. So, der kommt wahrscheinlich die ganze Zeit hoch zu mir, oder? Ist mir jetzt scheißegal, ey. Ich habe extra auf die Minikarte geguckt. Ich habe extra drauf geguckt, Leute. Die haben nicht in die Richtung geguckt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das ist einfach nur so schlecht. Das ist einfach nur richtig kacke, echt. Das macht, sowas macht keinen Spaß, wirklich, das macht einfach keinen Spaß. Es ist nicht schwer, es ist nicht anspruchsvoll, es macht keinen Spaß. Es ist einfach nur Scheißdreck, es bringt nichts, es bringt dich nicht voran.